Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Nach tagelangem Suchten gewisser Kriegsspiele und League of Legends, dementsprechendem Rumschreien und dem Wegschmelzen meines letzten bisschen Gehirns und der Regeneration eben dieses durch mindestens doppelt so schlimmes Kai der Brecher schauen, bin ich wieder zurück für ein paar lauschige Minütchen, um irgendwelche komischen Gestalten im Internet durch den Fleischwolf zu ziehen. Da ich allerdings mittlerweile die Nase komplett voll von KuchenTV und seinem Ungeziefer von pseudo-intellektueller Fanbase habe, nehmen wir uns heute mal wieder etwas leicht Verdaulicheres vor. Also widmen wir uns mal wieder einem Corona-Verharmloser, denn heute zwirbeln wir mal das Genick von Herrn Professor Bhakti. Auf die Idee bin ich beim Abstecher ins Ortsinnere gekommen, nachdem ich mir auf meinem Fahrrad sitzend die Wahlplakate angeschaut habe und einen Döner inhaliert habe. Als der Döner dann weg war und ich quasi bewegungsunfähig war, habe ich dann ein Plakat von Die Basis erblickt und bin ganz kurz in mich gegangen und habe darüber nachgedacht, wer das nochmal war. Und dann fiel es mir wieder ein. Das war doch irgend so eine Ansammlung irgendwelcher Evolutionsbremsen, die zu tief in der Nase gebohrt haben und jetzt den Finger nicht mehr rauskriegen. Dazu noch eine Prise Rechtsextremismus, Reichsbürgerideologie und Antisemitismus und dabei nebenbei noch ganz viele Heilpraktiker, Homöopathen, Naturheilkundler und Impfgegner in der Partei. Na, herzlichen Glückwunsch. Wie dem auch sei, inhaltlich haben die Pimmelhirne bei der Hirnfäule e.V. eh nichts Konkretes zusammengeschustert, außer die Corona-Maßnahmen sind scheiße und die Impfungen auch, das macht alles der Bill Gates und Basisdemokratie und so, ne, Basisdemokratie, ne, das schreiben wir groß, weil wir sind die großen Demokraten, habt ihr es gehört? Weil das steht da ja in unserem Namen. Aber zurück zu Herrn Bhakti. Herr Bhakti hat bis Corona einen eigentlich relativ unauffälligen und normalen Werdegang hingelegt. Er hat halt existiert und sein Ding gemacht, ist dann 2016 schon in so eine gewisse Richtung abgedriftet und ab Corona ist er dann sowieso komplett abgekackt. Ähnlich wie sein Kollege Schiffmann oder wie Oliver Janich oder Flash schon einige Jahre zuvor. Wobei diese einer schlimmeren Krankheit zum Opfer gefallen sind. Ganz recht, sie sind libertär. Oh nein! Aber zurück zum Thema. Unser Kollege erstellte kurz nach Verkündung der ersten Corona-Maßnahmen vorletzten März seinen mittlerweile gelöschten YouTube-Kanal und rutschte von da an in ein tiefes Loch voller Verschwörungsideologien, Falschaussagen und in diese komische alternative Medienszene, ne? Ihr kennt die Kollegen ja mittlerweile alle. Was harmlos mit einer Prise, ja, der Pöbel, der ist so dumm für Statistiken, ich interpretiere das jetzt richtig, begann, setzte sich mit einem Interview bei Ken Jebsen fort und gipfelte zunächst in einem E-Book namens Corona-Fehlalarm, welches im Goldeck-Verlag erschien und in dem eindeutige Falschaussagen drin sind, so wie ungefähr in allem, was aus seinem Mund kommt. Zum Beispiel, nur 1% der Infizierten erkranken oder nur maximal 30 Personen am Tag sterben an Covid-19 oder die Luftverschmutzung ist für die hohen Todesraten in Wuhan und Italien verantwortlich oder die WHO finanziert sich zu 80% von Spenden, insbesondere der Pharmaindustrie oder die WHO empfiehlt zur Behandlung von Covid-19 Chloroquin. Und viele weitere komische Aussagen, die ich hier jetzt nicht auseinandernehmen will einzeln, weil das lohnt sich einfach nicht. Es steht eigentlich vollkommen außer Frage, dass man da eigentlich überhaupt nicht gegenargumentieren muss, denn ein Blick auf Google verrät, dass just während der Produktionszeit dieses Videos allein im Amiland mehr Leute an Corona verstorben sind, als mein Prozessor unter Volllast an Takt in Megahertz packt. Also, versteht ihr, was ich meine? Aber irgendwie keine gute Hyperbel, weil man Ryzen CPUs nicht mal auf 4 GHz kriegt und ich faule Bolschewisten sau eh mindestens bis zum nächsten Tag Nachtgleiche fürs Video brauche. Das hat Bhakti aber selbstverständlich nicht daran gehindert, sich wieder wichtig zu machen, indem er unseren allseits beliebten alternativen Medien Interviews gegeben hat. Beispielsweise KenFM, Rubicon, BittelTV, GloriaTV und EingeschenkTV, nur um mal einige aufzuzählen. Aufgrund seiner Erfahrungen und Erkenntnisse, die er in den Jahren und Jahrzehnten vor Corona gesammelt und publiziert hat, gilt er als so eine Art heilige Kuh in der Querdulli-Szene, weil er Statistiken aus dem Kontext reißt, um das Coronavirus und dessen Auswirkungen zu verharmlosen. Ihr kennt ja so eine Phrasen wie, das ist ja nicht mehr als so eine Grippe, jetzt habt ihr schon mal nicht so, ne? Das mag vielleicht ganz oberflächlich betrachtet ja irgendwie zutreffen, weil die Symptome ähnlich sein mögen und du das zu 90% überlebst, wenn du nicht gerade 50 Jahre alt bist und nicht wie Karin Ritter und ich lebst. Aber Corona ist erstens wesentlich ansteckender, die Grippesaison ist ja diesen Winter durch die Corona-Maßnahmen basically ausgefallen. Man hat bei Corona mehr Langzeitfolgen und vor allem auch längere und Corona ist allgemein härter, was man vor allem daran merkt, dass doppelt so viele Prozent der Erkrankten mit schweren Verläufen ins Krankenhaus kommen. Abgesehen davon sind die Coronaviren und die Influenza-Viren grundlegend anders. Von daher ist das schon eine grob fahrlässige Relativierung, aber Hauptsache man kann sich das Arschloch von irgendwelchen erzkonservativen Fettbäuchen mit Sonnenbrillen-Profilbildern sauber züngeln lassen, welche nach über 12 Jahren immer noch einer Lampe aus dem 19. Jahrhundert mit 5% Wirkungsgrad hinterher trauern. Bhaktis Name wird außerdem auch oft auf der Seite des vom Verfassungsschutz beobachteten Schmutzplatz Kompakt genannt und er tauchte auch als Teilnehmer beim Kopfkongress des gleichnamigen Verlags auf.
Wer hätte es gedacht? Das mag jetzt wie das größte Brunnenvergifter-Argument der Welt klingen, aber im Prinzip sagt seine Präsenz in diesen alternativen Medien schon so ziemlich alles über sein Treiben aus. Aber ich denke, ich kann daran ein gewisses Phänomen veranschaulichen. Denn nicht nur ostdeutsche Fliesentischbesitzer mit ihrem Aldi-Stopptabak sind dafür anfällig, sondern quasi alle Klassen der Gesellschaft. Man muss auch nicht besonders blöde sein und, keine Ahnung, irgendwie nur einen Sonderschulabschluss haben, um auf sowas anzuspringen. Von daher ist es auch viel wichtiger, dass es Aufklärung in der Richtung gibt, gerade weil vor allem durch Corona immer mehr Leute komplett durchdrehen wie Kai der Brechers Hinterrad beim KTM-Burnout. Diese ganze Scheiße von wegen, ich bin ein Andersdenkender, ich reib mir meine Nippel, ist jetzt absolut in Mode und viele Leute verstecken ihr menschenverachtendes, frührevolutionäres Weltbild hinter irgendwelchen Euphemismen, um die Scheiße im bürgerlichen Bereich zu normalisieren. So fallen neben den üblichen, bereits erwähnten Fliesentisch, Inzest, NPD-Wählern eben auch immer mehr gewöhnliche Leute auf den Scheiß rein, von denen man es gar nicht erwartet, aber auch Leute, von denen man es gar nicht erwarten darf, wie zum Beispiel unserem Herrn Bagdi. Aber so ist die Natur von Verschwörungstheorien eben. Sie spannen irgendwelche Konklusionen, die auf manche Menschen irgendwie plausibel wirken und davon leben diese. Ganz egal ob Flacherdler, QAnon, Pizzagate, ja ich musste übrigens zuerst an Fußball denken, und so ziemlich alles, was man in gewissen einschlägigen Telegram-Kanälen und Incel-Image-Boards liest. Alles macht keinen Sinn und wird trotzdem geschluckt, weil ein Mensch irgendwas braucht, um sich die Welt zu erklären. Der Wald- und Wiesen-Querdenker ist ja nicht zwingend böse, aber auf jeden Fall mit sehr toxischem Gedankengut von gewissen Wort- und Redelsführern indoktriniert worden. Von daher sollte unser aller Hass vor allem auf eben diese gerichtet sein, da diese gefährlich sind und aus der Angst der Bevölkerung Profit durch die steuerfreien 9.999-Euro-Schenkungen ziehen. Abgesehen davon ernähren viele Leute ihr Ego davon, dass sie, obwohl sie im realen Leben nur irgendwelche Statisten sind, die den Parkplatz bei Aldi fegen, ja so viel mehr wissen als die anderen mediengesteuerten Schlafschafe und was auch immer dafür Kampfbegriffe kommen. Zu diesem Thema möchte ich euch übrigens das Video von Bindestrich ans Herz legen. Er hat das viel ausführlicher, besser, sachlicher und mit mehr Fachwissen ausgeführt. Schaut einfach mal rein. Zurück zu Bagdi, denn er kann, genau wie viele andere Leute, die ich auf meinem Kanal schon thematisiert habe, damit punkten, dass er bereits bekannte und vielfach als flüssigen Selbstmord enttarnte Scharlatanprodukte wie MMS vorschlägt, weil das angeblich gegen Corona helfe. Es gibt durchaus Dinge, ich sag's jetzt, damit es mal gehört wurde, wie Hydroxychloroquin richtig probiert, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wirkt. Es gibt sowas wie Ivermectin, was an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wirkt. Und es gibt Vitamin C und D, was sicherlich günstig sind. Das ist zwar nicht bewiesen, aber ich bin sicher, dass das funktioniert. Es gibt sowas wie Chlordioxid. Weiß nicht, ob Sie je davon gehört haben. Können Sie Apotheke kaufen, ja? Damit kann man gurgeln. Und die Viren, die Coronaviren, die stecken hauptsächlich im Hals. Sie brauchen nur zu gurgeln. Und ich glaube, damit wird die Inzidenz extrem runtergehen, weil diese Substanz auch schon durch die Presse gegangen ist. Es wird in Bolivien gebraucht und die Amerikaner kommen und die Deutschen kommen und sagen, das sind irgendwelche Spinner und die vergiften sich und so. Aber vielleicht sind es gar keine solchen Spinner. Vielleicht haben sie recht. Das ist etwas, was man sich auch überlegen sollte. Vielleicht haben die anderen auch mal recht. Für viele ist das natürlich nichts Neues mehr, aber für diejenigen, die nicht wissen, was dieses MMS-Globus ist, erkläre ich das mal. MMS ist nämlich ein seit gut 10 Jahren gebräuchliches Mittel in der Alternativmediziner- bzw. Intelligenzallergiker-Szene, welches als Nahrungsergänzungsmittel und Allheilmittel für jeden Scheiß angeboten wird und vom langjährigen Scientologen Jim Humble erfunden wurde. Der Clou an der Geschichte ist, dass das nichts Medizinisches ist, sondern dass da Leute einfach ihren Kindern relativ schwach verdünntes Natriumchlorid, also mit T und nicht mit D, und damit kein Kochsalz verabreichen, was normalerweise nur dazu benutzt wird, um Bleichmittel herzustellen oder Wasser zu desinfizieren. Dementsprechend ist das Zeug unter dem Markennamen MMS in Deutschland verboten, weil das halt mies schädlich ist, man davon mies kotzen muss, miesen Dünnschiss kriegt, sich mies die Nieren wegbämt und daran zu Corona leider auch einige Leute verstorben sind, die diesen Blödsinn auf den Leim gegangen sind. Aber wie gesagt, Deutschland wäre ja nicht Deutschland, wenn es nicht von beeinflussbaren, leichtgläubigen Knicklichtern bevölkert wäre, durch die sich Saftläden wie AstroTV überhaupt am Leben halten können. Des Weiteren hat sich Bagdi letzten Oktober für die Unterzeichnung der sogenannten Great Barrington Declaration eingesetzt. Eine Art Vorschlag für ein anderes Vorgehen an die Pandemie-Geschichte. Nur halt libertär gedacht von wegen, wir sperren die CDU-Wähler weg, weil sie mehr kosten als nützen und der Rest kann sich weiter infizieren, damit die Wirtschaft weiterläuft und die Chefs stopfen sich weiterhin mit noch mehr Kohle voll und alle Nicht-Risikogruppen können weiterschuften und sich Long-Covid einfangen. Es ist ja auch kein Zufall, dass die ganze Geschichte von einem amerikanischen UNCAP-Think-Tank finanziert wurde. Da würde jeder FDPler miese abspritzen, Digga. Und so entwickelte sich Bagdi von einem stabilen Wissenschaftler zu einem rechten Vollpfosten und zum perfekten Querdenker-Bingo fehlten bis dato nur noch antisemitische Aussagen wie, dass die Juden das Böse aus NS-Deutschland gelernt und in Israel noch schlimmer umgesetzt hätten in Bezug auf die Corona-Maßnahmen. Tja, wie kann ein Land es sich auch nur erdreisten, Maßnahmen gegen Corona einzuleiten? Kleiner Einwurf an der Stelle, und zwar sollte ja an der Stelle eigentlich noch ein Video kommen davon, aber kann ich mir nicht runterladen. Danke Telekom, ihr Blutsauger, ihr. Oje. Das geht ne?
Und natürlich hat die Basis ihm immer Rücken gegeben, aber wen wundert's, das sind halt absolute Flachbatterien. Gut Jungs, das war's für heute. Zuerst mal, was haben wir heute gelernt? Immer einen Helm beim Fahrradfahren tragen, nach dem Sandmännchen ins Bett gehen, safer Sex ist wichtig und immer brav links wählen. Danke außerdem an alle Kanalmitglieder und Patreons, bis zum nächsten Mal und tschüss. Fast kein Skin mehr drauf.